Augenmerk macht die LOX. Back at it again. Wir waren gerade bei Teddy, wie man schwer erkennen kann. Ja, ich hab mich verletzt. Anzeige ist raus, würde ich sagen. Ne? Ja, ich habe mir zwei Jogginghosen, ein, was nennt man das, einen Raumduft in Lavendel geholt. Und was habe ich mir noch geholt? Ah ja, eine Bürste, weil meine nicht mehr so geil ist. Die habe ich vor 2 Jahren geholt. Was hast du die geholt? Ich habe mir auch Jogginghosen geholt, Press-on-Nails. Und? Haarschneider-Dings. Wow! Damit deine Haare noch kürzer werden, ne? Mhm. Looking cute, looking fresh, looking gorgeous. Wie ist dein Name, Timo? Ja. Wer ist diese? Akne Derm, ich war doch nur zusammenarbeiten. So, meldet euch bei ihr. Ja, jetzt geht's erstmal zu meinem Fatty. Und dann mal schauen, was er dann so speakt. Nech? Ja. Hallo. Wir sind in den Niederlanden. Ja. Das stimmt. Ja. Ich hatte gerade mein Bewerbungsgespräch und ich fand's ganz cool. Also er war sehr sympathisch. Er erinnert mich auch ein bisschen an meinen alten Beziehungsleiter. Ja, wir fahren gerade durch die Niederlande. Und wohin geht's? Aber sollen wir schon verraten, wo es hingeht? Ja, dann musst du selber entscheiden. Das ist dein Video. Ja. Nee, ich entscheide das noch nicht. Also ich sag's euch noch nicht. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal durch die Niederlande und dann sind wir vielleicht schon bald da in 3 Stunden. Mit ganzen 100 km/h auf Autobahn. Ja, und ja, die Wahlen stehen ja an, liebe Leute. Ne? Ich hoffe, ihr geht alle wählen, wenn nicht. Oder seid wählen gegangen. Wenn nicht, dann schämt euch. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. Wir in Belgien. Ja, wir sind in Belgien jetzt angekommen. Also, was heißt angekommen? Wir sind noch zwar unterwegs. Denn die Stadt, die wir erreichen wollen in Belgien, müssen wir auch 1 Stunde fahren. 1 Stunde. Ja, ich kann mal eben schnell nach vorne schwenken. Da könnt ihr sehen, dass einfach hier leer ist. Es ist einfach leerer als in Niederlande. Voll komisch. Ja, aus Belgien raus wollen mehr als nach Belgien rein. Ne? Ja. Das sagt schon viel aus. Ja, auf jeden Fall melden wir uns dann wieder, wenn wir entweder im Hotel sind oder wir in der besagten Stadt sind. In der besagten Stadt. In der besagten Stadt. Wir sind am Hotel angekommen. Im Hotel, wie hieß das? Progress Hotel ist es. Progress Hotel. Boah, ich bin gar nicht belichtet. Was ist das denn hier? Jetzt drehen wir die Kamera, damit wir mal zeigen können, was für einen Raum wir haben. Wir haben... And now you're gonna see my reaction. Natürlich eine Suite. So, wir waren noch nicht drin. Ich hatte eben auf. Alter, wir haben 2 Badezimmer. Mhm. So, willkommen in meinem Loft. Oh, wie geht denn hier das Licht an? Ach da. Wir haben eine Dusche, wir haben eine Badewanne. Oh, gratis Produkte. Ich lieb's. Dreh mal die Kamera. Wieso? Damit man ein bisschen was von der Suite sieht. Oha, guck mal, sogar Badewanne. Oh, sogar nicht angeheftetes Showergel. So, ja, mach mal die Roomtour. Willkommen in meinem Loft. Ja. Hier haben wir das Gäste-WC, wenn wir dann nachher noch ein paar Typen abschleppen. Dann Typen, haben wir, wenn wir beide gleichzeitig kacken müssen und dann können wir... Ah, so, scheiße, ist ja gar kein... Das Badezimmer, ja, mit der Badewanne, die ist leider ein bisschen klein, und der Dusche. Dann geht's weiter ins Wohnzimmer.
Hier haben wir nämlich einen schönen Schrank mit Safe, unten noch mit Badematte natürlich, weil wir haben nämlich das teuerste Zimmer in diesem Hotel. So, dann haben wir natürlich... Ja, warte doch mal, mach doch mal hier links. Wieso links? Ja, ja, muss schon, wenn ihr den ganzen Raum zeigen. Ist hier eine kleine Minibar. Ja? Nur eine Minibar. Wo ist hier das Kochfeld? Hast du nicht gesagt, hier kann man kochen? Nein, man kann hier nicht kochen. Wir haben bloß eine Küche, mehr habe ich nicht gesagt. Zur Küche muss ja nicht unbedingt Kochfeld gehören. So. Und natürlich, ja, zu einem Loft gehört noch eine zweite Etage. Ja, das heißt also, wir gucken jetzt uns natürlich mal ein bisschen um. Oh Gott, I'm gonna cry. Dann hat man wenigstens, wenn Einbrecher kommen, hat man hier oben auch noch Ohrschaden. So, das ist unser Schlafgemach. Boah, jetzt war muffig. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Man hat es auch gesehen, wir haben ein Radio und wir sind es ja schon gewohnt. Wir haben Schränke und Schwebetüren. Oh mein Gott, da kann man ja Verstecken spielen. Wieso Verstecken spielen? Das nennt sich begehbarer Kleiderschrank. Das finde ich aber gruselig. Und wir haben ja noch eine dritte Toilette. Kuckuck. Warum nicht? Kann man sich mal gönnen. Ne? Sagen. Und wo ist der Flat Screen? Und wir sind mitten in der Innenstadt von Brüssel. Ja. Und von daher ist das schon ganz schön. Hier muss man natürlich aufpassen. Ne? Weißt du, das Wichtigste vergisst der einfach. Das Wichtigste? Ja. Oh. Das habe ich schon gemacht. Timo guckt immer nach den Gratis-Produkten. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall sehr gerne mit. In die nächsten Tage. Ach, ich hoffe, wir kriegen deutsches Fernsehen nur so ein. See ya. Look at ja, guten Morgen. Das Frühstück war okay. Warum ist der jetzt so nach oben gerichtet? Wir sitzen gerade hier in der U-Bahn und wir haben uns ein Tagesticket geholt. Und Leute, schaut euch das mal an. Voila, ich habe fast geheult. Ey, sowas gibt es ja in Deutschland nicht, ne? Da kannst du ja schwarz fahren wie sonst was. Hier kostet auch ein Tagesticket. 8 Euro haben wir jetzt bezahlt. Ja. Und die ist sogar aus Papier, aus Pappe, ja, die, das Ticket. Ja, nehme ich auch mit als Andenken. Das haben wir ja auch mal so kartenmäßig, wie ja vom letzten Berlin-Aufenthalt auch noch. Ja, und jetzt fahren wir, jetzt, wohin fahren wir nochmal, zum Omni? Wir fahren jetzt zum Atomium. Wie heißt er? Atomium. Ja, ich kann es nicht aussprechen. I'm a German tourist. Ich freue mich. Ja, wir sind jetzt hier an diesem ich kann es immer noch nicht aussprechen, und an diesem Mini-Europe. Nur wenn wir jetzt reingehen. Mini-Europe? Ja. Guck mal, wir sind vor Ort an dem Platz, wo wir nachher hinfahren werden. Voll schön. Ja, wir sind gerade bei Kiabi. Habe ich noch nie von gehört. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Teile. Habe ich. Und die sitzen alle. Und deswegen nehme ich die alle mit. Ja, ich brauchte eh noch 2 Pullover und noch einen Gürtel. Und das passt nicht. Das war eigentlich ganz schön, fand ich. Und yes. Ja, sie sind am Richter, nur immer.
So, dieses Schloss haben wir schon gesehen, als wir hier hingefahren sind. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ich finde einfach dieser Platz, ne? Hier, der ist so schön. Hast du gut angefangen, oder?